Sehr gut. Wegen der Schlüssel. Das ist jetzt grau, als hätten wir es... Ich mach's einfach mal. Wegen der Schlüssel. Wirst du den Dieb bei Bruder Remigius anzeigen, okay, Philipp? Ich werde es mir überlegen. Behalt die Schlüssel. Okay, wir beenden mal das Gespräch. Reden wir ein andermal weiter, Bruder Cuthbert. Ah, das ist natürlich eine schwierige Situation irgendwie. Weil das Ding ist, wir könnten jetzt hier das mit dem Schlüssel bei uns zwar anzeigen, aber der Typ, bei dem wir das anzeigen können, der ist ja noch schlimmer. Von daher, ich weiß nicht, dem will ich eigentlich auch nicht helfen. Wir agieren mal mit dem bemalten Topf. Wollte ich eben die ganze Zeit schon machen. Milius, warum hast du denn so einen schönen Topf? Oh, er erinnert mich daran, dass wir nach Ordnung und Schönheit streben sollten. Ich sammle da nämlich Samen und Nüsse für einen neuen Garten. Eine gute Idee. Ich bin aber nicht dazu gekommen, mehr als die paar Samen da zu sammeln. Wenn du welche findest, bring sie gern vorbei. Dann würde ich sagen, packen wir doch unsere Bucheckern mal direkt in den schönen Topf. Ich habe Bucheckern gefunden. Dann wird hier also bald eine Buche wachsen. Wundervoll. Falls wir jemals dazu kommen, diese Samen zu pflanzen. Ich bin mir sicher, das werdet ihr. Ah, Garten Eden heißt die Errungenschaft, die wir jetzt gerade dafür gekriegt haben, dass wir die Bucheckern gesammelt und hier abgegeben haben. Ja, wie kriegen wir das jetzt hin, dass diese komischen undankbaren Novizen hier rausgeschmissen werden, dass der komische Gargamel-Verschnitt nicht Prior wird und dass hier das, die Kathedrale und das ganze Kloster wieder schön zusammengebaut wird. Challenge accepted, würde ich sagen. Wir gehen mal an den Herd und wärmen uns, dabei können wir uns ein bisschen was überlegen. Wunderbar. Ich lege immer ein paar Steine auf den Ofen, um Wasser zu erwärmen. Steck einen davon in die Tasche, das hält dich warm. Oh. Vorsicht, die sind heiß. Glücklicherweise haben wir ja das Tuch, das nach Käse riecht. Da können wir den bestimmt drin einwickeln, oder? Ah, sehr gut. Ich weiß auch schon, wohin damit. Der Stein ist noch heiß. Perfekt dafür geeignet, sich an kalten Wintertagen warm zu halten. Ich weiß, wo wir den jetzt hinbringen. Warm. Und ich habe mir die Finger nicht verbrannt, Melius. Ich wusste, du kriegst das hin. Wow, als wären wir so 3 Jahre alt und unsere Mami hätte uns jetzt dafür gelobt, dass wir uns nicht die Griffel verbrannt haben. Naja gut, wir gehen jetzt mal zu Bruder Paul und geben ihm den Stein. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Plan. Weil irgendwie mag ich den. Der ist genauso wie hier Cuthbert und Milius, dieses... Ja, ich weiß nicht, wie genau ich das formulieren soll, aber die anderen, finde ich, die strahlen nicht diese Mönchlichkeit aus. Ich weiß kein Wort dafür, aber die anderen, die sind halt nicht wie normale Mönchen. Diese Mönche, die sind halt irgendwie so gierig und komisch und ich weiß nicht. Auf jeden Fall kann ich den Bruder Paul gut leiden, deswegen kriegt er jetzt von uns den Stein. Hier, Paul. Oh, ouch. Ein heißer Stein. Ah. Wie gut von dir, Herr Philipp. Danke. Remigius sollte dir ein Feuer erlauben. Oder dich gar nicht erst hier sitzen lassen. Es macht mir nichts aus. Irgendwann wird der Winter schon enden. Philipp, wenn du je Probleme mit Remigius kriegen solltest, gib ihm auf jeden Fall eine Antwort. Schweig ihn nicht an. Anschweigen? Nichts macht ihn wütender als jemand, der ihn anschweigt. Dann gerät er völlig aus der Fassung. So etwas gehört sich eigentlich nicht für einen Subprior. Geschweige denn für einen Prior. Genau meine Meinung. Können wir jetzt mit Bruder Paul noch irgendwas besprechen? Oder haben wir alles? Dein heißer Stein ist ein Segen, Philipp. Ah ja, Frage um Rat wegen Remigius.
Was sagtest du nochmal über Remigius' Schwäche? Nichts macht ihn wütender als jemand, der ihn anschweigt. Sowas gebührt sich eigentlich nicht für einen Subprior. Sagt mir das jetzt, dass wir ihn anschweigen sollen? Ich muss jetzt gehen, Bruder Paul. Und ihn wütend machen sollen? Oder sagt mir das jetzt, dass wir ihn nicht anschweigen sollen, damit wir ihn nicht wütend machen? Paul, ich bin verwirrt. Ich gehe jetzt mal bei der Mühle vorbei und guck mal, ob wir da noch mehr Samen finden. Aber ich glaube, wir finden wahrscheinlich nur die Bucheckern. Ich meine mich zu erinnern, dass wir hier auch schon alles abgesucht haben. Ich benutze mal wieder die Leertaste, damit wir hier mal wieder gucken können, ob wir noch irgendwas verpasst haben. Aber ich glaube, das haben wir schon alles uns angeschaut. So, Weg zum Dorf, Weg zum Kloster. Wir gehen mal zum Kloster. Und ich würde sagen, dann reden wir jetzt auch mal mit Francis, unserem Bruder. Der wirklich unser Bruder ist, ihr zwei beiden. Schnell weg, bevor sie wieder weiter anfangen zu reden. Schnell, schnell, schnell. Oder wir gehen erstmal kurz zum Kapitelhaus und gucken, was das ist. Mist. Was wir uns fragen müssen ist, kann der heilige Adolphus Kingsbridge in dieser dunklen Zeit noch beschützen? Prior James konnte er nicht retten. Seit der Blitz in der Kathedrale einschlug, war James nicht mehr er selbst. Wenn du mein Amt als Sakristan übernimmst, solltest du den Bischof um eine neue Reliquie bitten. Dann werde ich Subprior sein. Ich und der neue Prior werden dich unterstützen. Unterstütze die, lehne die Idee vom Sakristan ab. Scheiße, mag ich den oder mag ich den? Nee. Ich habe keine Ahnung. Das? Was Kingsbridge braucht, ist Glaube und harte Arbeit. Sehr gut. Philip von Gwynedd. Mit dir wollte ich reden. Wie konntest du es wagen, Bruder Remigius' Requiem zu stören? Ich fürchte, der Chor wartet auf mich. Bleib, Bruder. Du kannst ruhig hören, was Philipp zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Den mag ich genauso. Genauso wenig. Ich bitte um Vergebung. Nein, ich bin schockiert. War schockiert. Ich war schockiert über den Tod des Priors. Wie wir alle. Für St. John bist du bestimmt ein guter Prior. Aber hier folgen wir den Regeln. Oh, der ist genauso wie dieser komische Gargamel-Typ, ey. Du hast von einem neuen Prior gesprochen. Du hast von einem neuen Prior gesprochen? Die Wahl wird in ein paar Tagen abgehalten. Wenn wir alle zum Kapitel zusammenkommen. Oh Mann. Kann ich bitte mit dem reden? Der sieht mir irgendwie ein bisschen... Naja. Besprechbarer aus. Der steckt bestimmt mit diesem komischen Ober-Subprior Gargamel unter einer Decke, will das hier alles übernehmen und ja. Lass uns unser Gespräch später fortsetzen. Ja, bitte. Natürlich. Ich habe noch einiges für die anstehenden Wahlen vorzubereiten. Ja. Oh, wir gehen sogar direkt raus aus dem Raum. Okay. Dann. Gerade haben wir hier was übersehen. Junge Mönche, Garten. Wir gehen mal zur Kathedrale. Und reden mal mit Francis. Nein, 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 nein. Ich habe es gehört. Ganz sicher. Da war was. Er hat recht. Hört auf damit. Konzentriert euch. Da war es wieder. Wie cool. Nur dadurch, dass wir jetzt gerade da diese Sequenz getriggert haben im Kapitelhaus, hieß der Raum, glaube ich, sind die jetzt hier am Singen. Ruhe. Jetzt wird gesungen. Entschuldigung. Bist du sicher, dass du was gehört hast? Ja, ich bin mir sicher. Das bin nur ich. Es war nichts. Beruhig dich.
Besinnt euch und konzentriert euch. Ich bin hier oben im Gebälk und beobachte euch. Wir denken mal über den Kantor und seinen Chor nach. Chor wirkt unaufmerksam. Kantor blickt mürrisch drein. Hast du es nicht gehört? Wir agieren mal damit oder sprechen sie an oder was auch immer jetzt passieren wird. Oh, vielleicht können wir mitsingen. Was ist los, Bruder? Sie wollen nicht singen. Warum nicht? Singen ist toll. Es ist Adolphus. Glaube ich nicht. Da war gar nichts. Glaub mir. Ich habe es gehört. Ein Heulen aus der Krypta. Ah, die Eule. Ich glaube, ich habe es auch gehört. Nein, ihr irrt euch. Es klang wie eine Peitsche. Als Geißler sich. Das Ende aller Tage ist gekommen. Na, der Kantor dreht gleich durch. Bruder Philipp, bitte, beweise ihnen, dass da unten nichts und niemand ist. Kein Grund zur Beunruhigung, Brüder. Adolphus ruht in Frieden. Es war nur eine Eule. Ich hab dir doch gesagt, da war nichts. Gott segne dich, Bruder Philipp. Gern geschehen. Ich wusste, dass ich was gehört habe. Jetzt seid still. Konzentriert euch und... Wieder einmal eine gute Tat. Wunderbar. Jetzt reden wir mal mit Frinzis. Es hieß, wir würden uns gleichen. Sehe ich jetzt aus wie Frinzis? Wir werden es gleich herausfinden. Ich bin froh, dich zu sehen. Du wirkst bekümmert. Nein, wir sind natürlich sehr froh, dass wir unseren Bruder wiedersehen. Ich bin froh, dich zu sehen, kleiner Bruder. Es ist auch schön, dich zu sehen, Philipp. Dein Haar fängt an, grau zu werden. Deins noch nicht. Zumindest in diesem Punkt bin ich dir einen kühnen Schritt voraus. Du warst immer kühn. Du gestehst es dir nur nicht ein. Frinzis. Warum bist du hier? König Heinrich ist tot. Ich weiß. Die Nachricht traf kurz vor meiner Abreise in St. John ein. Erst der König und nun Prior James. Gott hat einen Plan, der Teufel ist nach Kingsbridge gekommen. Nee, ich bin nicht so für das Negative. Wir nehmen mal das. Gott hat einen Plan. Das weiß ich. Aber König Heinrichs Tod hat in der Politik für gewaltigen Aufruhr gesorgt. Dunkle Zeiten stehen bevor. Es wird Krieg geben. Nein. Oh je. Frasses Notizen. Rivalität um den Thron Teil 1. Wir untersuchen das direkt mal. Ah, ist auch eins der Dokumente, die wir hier sammeln. Frasses Notizen über den verstorbenen König Heinrich, Kaiserin Mathilde und König Stephan, Teil 1 vom 1. Januar 1136. Huch, hoppala. Viele Jahre wurde König Heinrich ein Thronfolger verwehrt. Einige seiner Verwandten sind 1120 ertrunken auf einer Reise, den englischen Kanal zu überqueren. Letztlich gebar seine Tochter Mathilde einen Sohn. Es war Heinrichs letzter Wunsch, dass sein Enkel die Regentschaft als Heinrich II. Fortsetzen würde, sobald er eines fähigen Alters sei. Bis zu diesem Tage sollte seine Mutter, die Tochter des Königs, das Land stellvertretend regieren. Obgleich sie die rechtmäßige Erbin des Thrones ist, ist Kaiserin Mathilde unbeliebt. Der Grund ist ihr Ehebund zu Geoffrey von Anjou, ein Dorn im Auge unserer normannischen Oberherren. Die Grafschaft Anjou und das Herzogtum Normandie sind seit schon langer Zeit rivalisierende Gebiete. Eine Rivalität, die androht, zu einem Krieg auszubrechen, der hier vor Ort ausgetragen wird, in England.
Mathildes Cousin Stefan von Blois ist bereits aus der Normandie über den Kanal angereist und hat den Thron gewaltsam an sich gerissen. Oh je, oh je, oh je. Also, ja, der König ist tot. Die Kaiserin, also seine Tochter, König Heinrich ist tot, so. Der hat eine Tochter, und zwar Kaiserin Mathilde, die jetzt eigentlich regieren sollte, bis ihr Sohn so alt genug ist, um quasi die Thronfolge anzutreten, aber keiner weiß, wie alt er ist, weil das steht hier leider nicht drin. Und sie ist aber mit jemandem verheiratet, aus der Grafschaft Anjou, die wohl verfeindet sind mit der Grafschaft, in der wir jetzt hier leben, im Herzogtum hier in Normandie. Und ja, ihr Cousin Stefan ist jetzt wohl angereist und hat sie quasi vom Thron geschubst und sich das Krönchen aufgesetzt und ist jetzt quasi der neue König.